Moin Leute. Moin. Da sind wir schon mit dem Driften hier. Ja, wir haben einmal, das ist normaler Sakura Zero S, den umgebauten aus den Videos, den seht ihr danach immer abwechseln. Ja, wir wollen mal kurz ein paar kleine Disziplinen ausprobieren, um zu gucken, was der Unterschied ist zwischen den Autos. Und das hier ist jetzt kein Profi-Driften, das ist einfach nur Kack-Noob-Sachen irgendwie und zur Belustigung von euch. Und ne, das soll einfach nur ein bisschen zeigen, ob man, was der Unterschied ist, wenn man ein bisschen was an dem Auto macht, mit rudimentären Driftwissen, ob das dann wirklich besser ist schon, oder ob das für, ja, ob das scheißegal ist eigentlich. So, also bei dem sind jetzt nur Driftreifen drauf, genau, sonst haben wir nichts gemacht. Das ist wie ein Happy Sprint 2. So. Ja, aber jetzt zieht schon voll weit mal raus. Also nicht dagegen. Ja, Mensch. Das ist einfach enge Kreise und B zu ziehen, ey. Alter. Ich sag ja, das ist Belustigung der Leute. Ja, mehr ist das auch, glaube ich, nicht. Du sollst ja aus dem Drift raus. Ja, ey, da wäre schon besser. Aber wieder ja. So weit. Na, egal. Aber jetzt... Ja, mal sehen, wie gut das mit dem... Alter. Wie gut das mit dem umgebaut geht, aber so. Ja. Geht auch, geht aber... Auch. Ja. Also wir sind ja schon den umgebauten im Außen mal probiert gefahren, also da geht es wesentlich besser, finde ich. Ja. So, jetzt wechseln wir mal eben. Fahrerwechsel, Michi fährt genau andersrum. Ja, ich fahre, ja, falsch. Ey, wo willst du denn hin, Alter? Ja, hallo? Denken denn die Leute, Alter, hier? Übelst ein Bash-Videos und dann kommt so eine Scheiße hier. Oh, wow. Ja, verkackt. Zu weit. Mal gucken, wer dieses Zitat erkannt hat. Er kennt meine. Ami erkennt das bestimmt, das Zitat. Zu weit. Ja, gut. Ja. Ja. Warte, ich fahre nochmal in Startposition. So. Gut. Wechsel. Autowechsel. So, Noob gedriftet mit dem Sakura 7 Umbau. Ich dürfte gegen Uhrzeiger sehen. Genau, und mich hier. Rum. Genau. Vielleicht sieht es aber nicht aus. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so viel, aber ich hab's immer noch mehr, aber. So, Fingerwechsel. Michi fährt jetzt andersrum oder fliegt andersrum. Ja, ich wiederhole jetzt hier nochmal, wir sind einfach nur Kacknoobs, was angeht. Aber wir wollen. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, die kann man ja auch mit dem Auto, was jetzt nicht so speziell, also Driftreifen drauf, da kriegst du es auch mit hinhalten. Ne? So, jetzt kommen ja gleich die interessanten Sachen im Vergleich, wo sich auch dann so ein Freilauf bemerkbar macht und Setup. So, nächste Disziplin. Dann versuchen 8 zu driften. Betonung auf versuchen. Ja. Michi ist am Steuer und... Warte mal, ich muss mir überlegen, wie ich fahre. Ich fahre mittig und dann, ja, links. Nee, fahr ich... Nee, doch, ich probiere. Ich will mal losfahren und nicht überlegen. Ja. Oh! No! Warte! Okay, ist eine 8 mit Kommastellen scheinbar. Ja. Ohne Freilauf ist natürlich so ein Lastwechsel ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Ne? Es geht zwar, aber... Ja. Maga, so habe ich meine 8 in der ersten Klasse geschrieben, ey. Im Kindergarten könnte ich eine bessere 8 schreiben als das da. OMG, ey. Nee. Okay. So, ich probiere es auch nochmal. Jetzt muss auch nicht mehr in das Ziel reinfahren da, oder den Start, Dingsbums da. Und du?
Ja, ich halt voll drauf. Boah. Das ist bei mir aber nicht passiert. Ja, also. Ihr wisst ja, ich hab einen Drifter, den müssen die von Hobbyzug mit Freilauf und so. Und also ohne Freilauf finde ich echt voll schwieriger. Da kann man zwar schön rumfahren, aber mit Kontrum vorne was anderes, ey. Ja. Beenden wir mal die Sache hier und holen den umgebauten Sakura, ne? Ja. Dann, okay. Dann sieht es bestimmt ein bisschen flüssiger aus. Das kann man gut machen mit dem Auto. Okay. Würdest du zum Start fahren? Achso. Danke. Yeah. Quer drin, ey. So, jetzt mit dem Umbau eine 8. Oh mein Gott, ich krieg das nicht hin. Gar nicht so einfach im Griff mit der, dem Lastwechsel zu mit dem Freilauf. Ja, der geht sofort rum, ne? Ja. Der geht teilweise sogar ganz schön viel. Oh. Ja, der Wagen ist echt zickig, aber. Na. Ja. Und wieder mal wiederhole ich, das hier ist alles nur Anfängerei, ne? Das sieht auch schon besser aus. Ja. Alter, ich fahre genauso geil, wie Armin mit seinem echten Audi gefahren ist. Okay. So, jetzt geht's weiter. Nächste Disziplin. Ja. Langgezogene Kurve und dann voll in den Lastwechsel. Ich filme mal, warte mal. Da, wo die drei Hütchen da sollen, der Lastwechsel stattfinden und dann links rum. Ja. Also langgezogene Rechtskurve mit links Lastwechsel. Mann, wird das wieder peinlich. Ja. Also ich bin an der Kamera und Michi fährt, ne? Ja, eigentlich müsste er recht haben, weil rechts rum ist eigentlich meine Disziplin, aber ich fühle im Moment. Oh, 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 ja, sauber! Hey, alle neune! Nee, das sind ja nur sechs. Ja, das ist sieben. Kleinen Karten bauen wir wieder auf, dann ist aber so. So, jetzt ist wirklich Michi an der Funke. An der Funke. Gut. Das war alles hier One Take, er hat gar nicht geübt. Wirklich nicht. So. Oh, willst du da hin, Mann? Zu weit, zu weit. Oh, 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 oh. Werdet mehr erwischt, du oder ich? Okay, gleich gibt's noch einen Versuch. Jetzt will ich hier wieder cool in den Anfang driften, gar nicht. Das sah auch geil aus. So, Michi, take two. Ja. Das weiß ich nicht, das geht gar nicht. Mag jetzt sein, dass wir haben noch mal gleich weiter. Mag sein, dass ein Profi sowas jetzt auch mit so einem Auto gut hinkriegen würde, das ist uns klar. Aber wir sind ja hier keine Profis. Das soll ja auch für keinen Nicht-Profi sein. Naja, weiß nicht, dass ich. Ja, dann probieren wir jetzt noch mal mit dem Umgebauten. Ja, das kannst du geil, ne? Ja, warum geht denn das? Ja, weil da nichts ist, wo man rumfahren muss. Gut, dann jetzt ist dann wieder der Umbau dran. Bis gleich. Du probier mal. Ich probier. Ja. Und ging es einfacher mit dem jetzt? Ja, ne? Jo. Also, weiß nicht, ich hab gar nicht mal viel gemacht, ey. Hammer. Mal nochmal. Ja, probier. Der Freilauf bemerkbar gemacht an dem Punkt, ja, ne? Ich denke, jo. Ja. Ach, du denkst, ist ein intuitiv oder was? Ja gut, da war der Drift zu Ende. Ja. Gut, einen hast du noch. Die Leute sollen da was zu lachen haben hier. Haha. Ha. Ah. Genau so wie wenn wir im Winter mal mit unseren richtigen Autos driften. Ja.
Oh, er kommt weit raus, und er zieht ihren Drift wieder zurück und funktioniert. Alles klar. So, letzte Disziplin. Das, ja, einparken. Gut, dann probieren wir. Oh, viel zu weit. Oh, noch mal, geh nochmal rum da. Oh, 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 oh. Ja, der ist wieder reingefahren, ey. Ja, ey, warum mach ich? Ja, ich muss noch mal eben. Da kriegen wir wieder so viele Hater und Dislikes und alles. Oh mein Gott, ey. Oh, 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 oh. Ja. Einmal noch. Boah. Wo willst du denn hin? Oh mein Gott, ist das fein. Ah! Ja, war gut, wenn du hättest da einparken wollen, aber du wolltest ja in der Mitte einparken. Ja, er steht. Mehr ja. Fahrerwechsel. Gut, jetzt Fahrerwechsel. Mal. Mal gucken, weil du das kannst. So, jetzt Benny probiert es Benny. Der probiert es bestimmt wieder links rum. Richtig V8 auffallen lassen hier. Hallo, in der Parklücke. Ja, ist klar. Ist China. Ja, mal. Warte, wir bauen ihn neu auf. So, so, aufgebaut ist, auf weiter geht's. Mit Nitro Power. Ja, muss hier ziemlich eng hier vorne vorbeikommen schon und dann. Ja, und dann. Muss man nochmal eine Schleife machen wohl? Den Grip aufbauen, ne? Und dann. Oh. Wow! Da ist, ja, sauber. War gar nicht so schlecht. Aber es war Glück. Wie gesagt, wir sind nur Anfänger. Okay, einen habe ich noch. Ja, dann kommt der Umbau gleich dran. Oh, 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 oh. Weiter! Na. Ja, egal. Ja, ja, den Umbau probieren wir. Umbau kommt das dran, bis gleich. Jo. Ja, normal. Komm her. Bei German RC Playground, da gibt es nur Noob Driften, kein Profi Driften, aber für Profi Bashen. Oder Hardcore Bashen, wie mein Kollege immer sagt. Oh. Ja, das wird Schramme. Nur dieses Bremsen, das reißt das Heck sofort rum, deswegen kann ich da auch mal so rein. Dann, ja. Ah, shit, der kommt gleich. Na, da war, oh, knapp. Aber es geht deutlich besser mit dem Wagen, finde ich, als mit dem anderen. Ja, hat sich der Umbau ja doch gelohnt. Das ist zu weit weg wieder. Ja. Warte mal dicht da ran da. Dann habe ich noch verboten wieder. Ja, ich muss aber rechts rum. Ja, ich muss. Ja, ich stehe perfekt. So. Ja, und die anderen auch sind Pause, total Michi schaden. Dran. So, jetzt will Michi nochmal einparken versuchen, andersrum. Mal gucken, wie er sich anstellt dabei. Ja. Oh. Ja, nochmal. Ja, er bleibt nicht stehen, wenn man sich das denkt halten. Also, das sieht manchmal so einfach aus, wenn die Profis sowas machen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil. Ja, du musst da richtig reinrutschen quasi. Ach komm, da ist. Ja, der war gut, ja. War gar nicht so schlecht. Ja, einmal noch. Oder zweimal noch. Oder dreimal noch. Ja, einem ist uns aufgefallen, dass ich sechs und das kann irgendwie. Ja. Na, ja. Ja, komm, der war ich dachte, an. Da macht derjenige, den ich monatelange zu zwingen musste, sein Drift-Umbau zu Ende zu machen, macht mich hier fast nass. Der zieht sofort weg. Ja, sobald du bremst. Ja, irgendwie eine Handbremse. Naja. Naja, okay. Ja, das war's dann auch für heute. Ja, wollen wir ihn kurz mal richtig einparken. Ja, packen wir richtig ein. Genau. Nur mit Heckantrieb. Jetzt hier mit Frontantrieb. Und ja, alles klar. Der schönen Really-Karosserie. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war lustig. Wie gesagt, das sollte hier kein geiles Profi-Driften sein, sondern sollte einfach nur zu eurer Belustigung dienen. Wir wollten mal gucken, was das bringt, der Unterschied. Ja, und um mal zu gucken, was man mit einfachen Mitteln mal umbauen kann nach den Touren. Ja, ne? Genau. Weil das ist bis jetzt, was haben wir eingebaut? Wir haben eigentlich nur einen Freilauf dafür gekauft, Freilauf sonst nichts. Gesperrt und ja, ja aber ein bisschen was wir kaufen müssen. Ein Freilauf, ja. Ja.
Ja, und Driftreifen natürlich halt, ne? Ja gut, das ist ja klar. Ja. Nee, naja, gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Naja, mein Drifter liegt momentan in Einzelteilen. Da will ich einiges machen und einiges wollen wir da bauen. Und ja, vielleicht ziehen wir das auch recht schnell.